damit ein gesegnetes Willkommen zu Raijin's Her Majesty. Ja, das war's. Voll spektakuläre Begrüßung. Die dritte Königin ist mittlerweile im Amt, Königin Auguste. Der gewaltsame Tod von Roxanne, die Matrone, ist ewig ein Thema von Dissertation. Königin Auguste kommt in einer Zeit nationaler Unzufriedenheit und schwelender Aggression auf den Thron. Es tut mir leid, aber die Rohre auf unserem Hof sind kaputt. Dürfen wir uns in der Kaserne der Armee waschen? Nein, Puck. Ihr sagt, dass ihr vorhabt, echte Entscheidungen zu treffen. Ist das nicht ein bisschen kühn für eine junge Königin? Naja, wir sind erst 2 Jahre im Amt, aber nein. Vielleicht schon. Passt auf, was ihr sagt. Reduziert das Volk wieder. Oh nein! Ich habe mich verschätzt, wie gesagt. Ich kenne die Karten nicht alle. Wir dürfen nicht unsicher werden. Schon standfest, Festigkeit. Ja? Ja, es ist sehr unkonventionell, solch ein Verhalten von einer Königin. Die Leute tratschen schon. Ihr tratscht. Ihr tratscht. Was ist das für ein Lärm? Ihr solltet meiner Frau gehorchen. Was kann es schon schaden? Schaden? Schließlich müsste sie ein Gott sein, um in meinem Reich wahre Macht zu erlangen. Hey, weiter so, Schatz. Das meine ich. Hier, König William. Wir müssen daran arbeiten. Ui, danke, es ist einfach so dumm. Wir sind keine dumme Königin. Das Wort lautet Göttin. Jemand hat euch einen Strauß roter Mohnblumen geschickt, aber ich weiß nicht, wer. Möchtet ihr sie? Ja. Warum hilft das Militär weiter? Auf der Karte steht Glückwünsche von der Herrin des Waldes. Wir sind die dritte Königin. Ich hasse lange Arbeitstage, meine Königin. Bitte verkürzt die Arbeitszeit und gebt dafür weniger Tage frei. Ich kenne die Entscheidung nicht. Es geht ins Geld, das ist Fakt. Das Volk würde es lieben. Ich glaube, das Militär geht runter. Ich hoffe, dass das Militär runtergeht. Oh, Gott sei Dank. Glaubt ihr an die Herren des Waldes? Ich lege für sie manchmal Blütenblätter auf mein Fensterbrett. An wen? So, wir reduzieren wahrscheinlich das Volk, aber steigern die Kirche. Sie ist eine uralte Göttin, die in einem geweihten Wald lebt, umgeben von Akolytinnen. Sie wartet auf ihre Rückkehr, nett? Ich bin die einzige Königin. Ich weiß, es verstößt gegen die Etikette, aber empfangt ihr den General, der König ist auf der Jagd und ist alt. Lasst ihn ein. Unsere Spione sagen, sie planen einen Angriff. Und meine Heimat. Verzeiht, Robert, aber dieses Land ist jetzt eure Heimat. Das Volk braucht euch. Helft ihr uns? Nein. Die Kirche würde es hassen, es würde ins Geld gehen und das Militär würde es schwächen. So würde ich meinen Tod herbeiführen, General Zecht. Nee, ich werde dir nicht helfen. Dann kann ich das Militär reduzieren. Sehr gut. Die Kirche hat Pläne für dieses Land und die Unterstützung der Königin ist wichtig. Lasst uns gute Beziehungen haben. Was habe ich davon? Warum sind unsere Werte auf einmal so in den Keller gegangen? Ist das Königreich bankrott, dann sollten wir lieber fliehen. Die wilden Hunde, die euch einst gehorchten, jagen euch in den Wald. Es wird nie alles von euch gefunden. Keine Angst, ich bin die Allmutter, die diese Welt zum Leben erweckt hat. Dein Körper mag sterben, doch dein Geist lebt weiter in der Gestalt der nächsten Königin dieses Landes. Ich weiß, es tut weh. Ich weiß, du brennst auf die wahre Macht. Verdiene dir
Das Bild flackert so. Also es ist, glaube ich, im Spiel so gewollt. Verdiene dir meine Krone und deine Wünsche werden wahr. Zu Beginn deiner Reise mache ich dir ein Geschenk. Das noch ungeschriebene Buch deines Ruhms. Ein geheimnisvolles Buch, das ihr in einer Vision erhalten habt. Es ist völlig leer. Oh, wie ich dich liebe, Tochter. Ja, gut, das ist die dritte Königin, die draufgegangen ist. Hat nicht besonders lange gelebt. Tamara, was sind das eigentlich für alles für komische Namen? Haben wir eigentlich irgendeinen normalen Namen gehabt? Warte mal. Ich drehe das Rad der Zeit mal zurück. Lerlin, Roxanne, das geht ja noch, Auguste. Tamara, ja. Okay. Königin Tamara tritt die Herrschaft über das geteilte Land an. Auf ihr ruhen grundsätzliche Erwartungen. Nein, das lehne ich ab. Das macht sie gefügiger. Eure neue Krone ist so wundervoll. Wie wäre es mit einem Krönungsball, das wir den Adel beeindrucken? Unbedingt. Juhu, heute ist der Krönungsball. Hervorragende Idee, meine Königin. Alle eure Damen sehen bezaubernd aus. Ja, und was ist mit mir? Ah, ich kann mich nicht beherrschen, ich muss tanzen gehen. Komm. Rekrutiert ihr, entschuldigt. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ausgib neue Karten. Aber ja. Sie nimmt eure Hand und tritt flüsternd näher. Die Herrin des Waldes schickt mich, damit ihr von der Allmutter erfahrt. Das Land braucht eine Königin der alten Art. Der König mag eure mädchenhaften Ideen dulden, aber gebt Acht, die Pläne der Kirche werdet ihr nicht durchkreuzen. Ich mag die Kirche mal wieder nicht, aber wir haben gerade keine Wahl. Der König hat einen goldenen Stier für den Standplatz bestellt. Eine protzige, zu teure Idee. Storniert ihr diesen Auftrag unbedingt? Wer braucht den? Wir glauben, dass die Zeit der dunklen schwarzen Sonne naht. Dunkelheit wird tagsüber herrschen und die Leute werden zittern. Oha. Unmöglich. Boah, bitte, bitte lass es das Militär stärken, sonst sind wir dran. Gott. Das Land ist in letzter Zeit unruhig. Vielleicht sollten wir mal euren Sicherheitsplan durchgehen für alle Fälle. Sollte irgendein Grobian kommen, zieht am Alarmseil. Dann nehmt euren Kerzenleuchter und schreit, bis die Wachen kommen. Das ist der Plan. Ich bin bereit. Wir leben am Limit. Trotz seines Alters will der Kavalierkommandant nicht gehen. Bitte verleiht ihm einen Orden und setzt ihn vor die Tür. Nein? Ja. Ich habe sogar ein weißes Reh gesehen. Das war die Herren. Das weiß in Tiergestalt sein. Wer? Eine legendäre Königin, sagt er. Es heißt, sie könne jede Gestalt annehmen. Oh ja, eure Trophäe, meine Königin. Der Feenknochen einer wilden Kreatur, die ich ganz allein tief im Wald erschlug. Was ist das? Mein Held. Das scheint der Beinknochen eines kleinen Huhn zu sein. Er ist leicht gebogen. Mein Dorf umgibt den Tempel der Herrin des Waldes. Dort tief im Wald ehren uns die Männer. Klingt wundervoll. Die Kirche wird's hassen. Hier reduziert das Volk. Das eine Spalte hat sich auf ein ganzes Dorf verschluckt. Sollen wir die Umgebung räumen? Es ist gefährlich. Ja, wir gehen bankrott. Nein. Ich muss für Nein stimmen, in der Hoffnung, das Geld zu heben. Ach, Kacke! Durch eure gewaltigen Ausgaben ist das Königreich bankrott. Dann sollten wir lieber fliehen. So, Tamara, die Heidin wird nicht in die Geschichte eingehen, weil wir diesen Tod bereits hatten. Esme, fünfte Königin.
Der brutale Tod von Tamara, die Heidin, dient ewig als Beispiel politischer Gerechtigkeit. Die Herrschaft von Königin Esme beginnt in einer Zeit der Spaltung im Volk. Viele lehnen ihre Krönung ab. Und einem goldenen Kranz dargestellt, das sind die Symbole des Bösen, das bildet euch ein. Wir lassen die Sänger. Nein. Wir können etwas Bewegendes in Auftrag geben, das auch einen politischen Scharfsinn preist. Unbedingt. Eure Schönheitssalben verschlingen ein Zehntel des Haushalts. Warum so extravagant? Können wir auch billiger einkaufen? Ja. Das sind reine Geschäftskosten. Bescheidenheit steht auf. Das Volk steht drauf. Was mit dem Militär passiert, ist mir erstmal egal. Geht gut ins Geld. Das wird uns vernichten. Also. Na, oh, ich hab. Oh, ich bin geistig komplett behindert. Ich hätte Nein nehmen sollen, weil. Das sind reine Geschäftskosten, dann behalten wir die Cremes und geben viel Geld aus. Manchmal scheinen wir ein stärkeres Bond zu teilen als heilige Schwestern. Mehr können wir aber nicht sein, oder? Nein? Doch. Eine rasende Händlerin steht vor dem Tor. Möchtet ihr sie einlassen? Sicher. Das kostet. Oh, bitte nimm mir Geld ab. Bitte nimm mir Geld ab. Hübsche, hübsch, heul, zaubersam. So ist es. In meinem Laden gibt es keine Risiken. Ich eröffne gleich meinen Laden. Wunderbar. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Es wird Zeit, dass in der. Nun ja, das ist eure Aufgabe. Natürlich. Unwichtig. Ich werde jetzt eh untergehen. Vielleicht kann mich das Parfüm. Hier, Hühnerknochen. Das ist Kunst. Könnt diesen Hof nicht einfach mit irgendeinem alten. Was, ihr könnt diesen Hof nicht einfach mit irgendeinem alten Objekt manipulieren, das ihr in eurer Tasche habt. Ich mache, was ich will. Ein Buch. Der Hof wird die verrückte Königin, die wahllos mit irgendwelchen Gegenständen um sich warf, nie vergessen. Mercedes, die sechste Königin. Symbole des traurigen Todes von Esme. Die Investoren werden ewig Teil von Volksfeiertagen sein. Das Volk hofft, dass Königin Mercedes dem gewünschten Mutterideal entsprechen wird. Wir haben es noch immer nicht fertig gebracht, den König zu überleben, so wie es mein Ziel war. Oder einen Erben zu zeugen. Ich habe ein Bein als einzige Golden Lines anzubieten. Keine andere Frau wird euch gleichen. Johannes Waldes hat gesehen, dass ihr den Frühlingsfilm hört. Sie möchte eure Schatzkammer segnen. Dann segnet. Geben wir ein großes Sommerfest. Es soll einen Monat dauern. Mit Wettbewerb und Preisen seid ihr dabei. Bitte ehrt uns mit eurer Wahl. Wer wird dieses Jahr sein Talent zeigen? Elegant winken. Wuhu! Elegant. Wir reduzieren das Volk, erhöhen den Rest. Erlesene Stoffe, Gewürze und Silber werden euch ans Podium gebracht. Ich löse komplizierte mathematische Finanzaufgaben vor euren Augen. Alle werden staunen. Den gesamten Landele Horoskope vorzulesen. Ich kann von hier aus auf den Palaststufen die Mitte des Hecklabons treffen. Ich gebe es ja nicht gern zu, aber früher war ich Gaukler. Ja! Auf, ist sie jetzt hier schwächer als vergangen? Vielleicht? Wie könnt ihr es sagen? Du hast den Golden Line Gewinner gemacht. Jetzt sieht ihr aus. Wie ging man aus? Vernichtet diese Gewinner. Dank eurer Stärke muss man unsere Königreich. Ver-
verdammt. Ich kann mich nicht retten. Dank eurer Stärke muss man unser Königreich fürchten. Ich werde euch um jeden Preis vor unseren Feinden beschützen. Ihr verbringt einige Jahre allein in einen Turm eingesperrt. Als ihr sterbt, habt ihr verlernt zu sprechen. Mann! Tanja. Über das groteske Ende von Mercedes wird ewig geflüstert. Königin Tanja besteigt den Thron unter großem Jubel. Ihre legendäre Schönheit überstrahlt alle Berichte. Hat einen, wollt ihr Mitgefühl finanziell ausdrücken? Nein. Hebt alles an. Kirche und Volk senken sich wahrscheinlich, ne? Und Militär und Dings eben. Die protzigen Bälle des Heiligen Adels stören meinen heiligen Reden. Bitte macht den. Ja. Gerüchensfolge schließen wir zu viele Kompromisse mit unseren Gegnern. Wie seht ihr, Schatz? Diplomatie ist Stärke. Seien wir rücksichtslos. Diplomatie. Welches Emblem wählt ihr für eure Stickereien, Herrin? Das Schwert des Königtums oder die Blume der Barmherzigkeit? Die Geschäfte gehen schleppend. Wir können doch kostenlosen Wein. Die Leute werden Wein lieben. Ich aber glauben entgehen, meine Königin. Bitte die Kirche, die Armee in Ruhe zu lassen. Ich verstehe. Ich habe vom Wein des Königs probiert. Tolle Traube. Ach mein Gott, hihi. Senden wir der Herrin des Waldes ein Tribut. In unserem Reihenhaus. Dieser Turm steht seit Jahren, jemand sollte nach. Ihr übernehmt das. Er schleicht zögernd die Treppen. Eine Zeit später. Jetzt sind es wenigstens, glaube ich. Und wer seid ihr? Das wisst ihr nicht. Wer sich Königin schimpfen muss, ist keine Königin. Nun, ich habe mich von Probengläsern ernährt. Jetzt bin ich bereit für ein neues Zeitalter der Wissenschaft. Klingt gut. Seid Ärztin. Nehmt an einer. In Ordnung, wir nehmen an einer religiösen. Beginnen wir mit ein paar Fakten. Warum sind Frauen verflucht, schwächer zu sein als Männer? Zu viel Obst. Sehr gut. Und könnt ihr erklären, warum die Krone jeden Monat einen Teil des Geldes an die Kirche geben muss? Es reicht, ich gehe für den Kauf von Reliquien. Etwas in der Art. Zum Schluss, warum muss die Königin immer züchtig gekleidet sein, um die Versuchung abzuwenden? Werdet ihr froh sein, dass ihr die erste Unterweisung kommt zur zweiten. Er verschwindet rasch, bevor ihr ihn zur Rede stellen könnt. Wie ich sehe, habt ihr die größte Lektion dieser Kirche gelernt. Sie lügen immer und ihr werdet sie nie los. Ich verstehe. Danke für nichts. Hat zwei Rivalen zu unserem Bankett eingeladen. Es wird die ganze Nacht durch. Was können wir tun? Macht Vorschläge. Was soll's? Nein. Nein. Ja. Joey! Hä? Aber warum? Ach nö. Jetzt sind die alle wieder auf. Och, mal, hab ich nicht gesehen. Ja, danke. Ist euch aufgefallen, dass wir andauernd von unseren eigenen Hunden zerfleischt werden? Warum hat noch niemand diese Köter ausgesetzt? Das war jetzt, ich glaube, die. Wie,
Sechste Königin oder die wievielte war das jetzt? Wir gucken mal kurz. Ach, das war schon die siebte. Naja, dann. Wir sehen uns im nächsten Part mit Königin Ashima. Bis dahin, gehabt euch wohl.